Ich stehe auf der Warteliste für eine Submariner. Stehe auf der Warteliste für eine Daytona. Auf der Warteliste für eine Nautilus. Warteliste für eine Royal Oak. Warteliste, 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 Warteliste. Warteliste. Rolex, Odemar, Patek, IWC, Omega, Breitling, Hulk, Kermit, Starbucks. Es gibt 1000 verschiedene Uhren, aber jeder will den gleichen Wecker am Handgelenk. Ich hol mir jetzt eine Submariner. Life Goal Rolex Uhr. Keinen Cent Geld in der Tasche, aber Hauptsache den dicksten Zeitmesser an der Pfoten. Du, da werden Kredite aufgenommen und sogar die eigenen Eltern verschuldet, nur damit der Klausi aus Mosach im Schumann seine depperte Taucheruhr ausführen kann. So wie alle anderen auch. Als darf das noch jemanden interessieren. Die Submariner ist ja mittlerweile eine Kellneruhr. Und jede diplomierte Nageldesignerin mit solchen Schlauchlippen, die den Kardashians auf Insta folgt, spannt natürlich, dass sie den Apparatus unbedingt in Gold braucht. Wohnen dann sind am 35 Quadratmeter Kobel in Leim, aber Hauptsache sie haben eine 40.000 Euro Uhr am Handgelenk. Lässig kombiniert mit Kindernamen Proletentattoos und dem Hermes-Schraubengürtel. Die meisten sind ja sowieso fake. Du, die kannst du als Laie teilweise vom Original gar nicht unterscheiden. An dieser Stelle danke Munich Wristbusters. Und die das Kapitel Rolex schon hinter sich gelassen haben oder denen das zu proletig ist, die gehen ja dann auf die anderen Marken, die es genauso wenig kriegst. Ganz im Gegenteil. Nautilus explodiert. Stahluhr. 180.000. Royal Oak? Ich bin doch kein DJ. Richard Mille? 200.000 Euro? Sieht aus wie aus dem Kaugummiautomaten. Hublot? Ich bin doch kein Fußballer. Nomos? Architekt oder was? Lange? Ich bin doch kein Notar. Omega? Langweilig. IWC? Langweilig. Breitling? Weil ich Pilot bin oder Zuhälter. Panerai? Ich bin doch kein Anfänger. Die Overseas von Vacheron? Das ist die neue Nautilus. Das ist eine Patek 5909. Nee, 5205. Nee, 0815. 1AR. Oder doch eine Aquanaut. Und weil am Ende doch jeder die gleiche will, musst warten. Lange warten. Länger als früher im Ohrensaal an der Tür. Also ganz früher. Und wenn einer den heiligen Gral dann endlich hat, dann tut er es auch nicht ans Handgelenk. Na, er tut es in Safe. Daytona, 13 VK, die steht bei 50. Schon, aber nur weil du die Uhr am Zweitmarkt fürs Fünffache gesehen hast, heißt das noch lange nicht, dass du so viel dafür kriegst. Kein Mensch will der Depp sein, der 40.000 Euro mehr für so eine Uhr zahlt. Nur damit er es hat. Ich gebe dir 16. Ich sage ja nichts gegen Uhrensammler, die sie wirklich auskennen. Aber die meisten von denen Geschäftler haben doch keine Ahnung. Die meinen, ein Tourbillon ist das Triebwerk von einem Flugzeug. Mir ist wurscht. Ich gehe nach der Sonnenuhr. Wenn die Sonne aufgeht, gehe ich im Biergarten und wenn es untergeht, gehe ich wieder warm. Die sind doch kratzfest. Die halten doch was aus, die Dinger.